Olympia ist halt nun mal der Wettkampf, wo, glaube ich, eigentlich jeder Sportler irgendwo hin möchte. Und klar, bei mir kommen dann halt Erinnerungen an vergangene Olympische Spiele halt eben hoch, gerade jetzt halt Rio, es ist ja jetzt noch nicht so lang her. Und natürlich auch eine gewisse Vorfreude für die nächste Zeit. Allein der ganze Modus, es erstmal zu schaffen, ist natürlich erstmal schon das Highlight schlechthin. Und wenn es dann halt eben wirklich reicht, dann dort vor Ort das alles mitnehmen zu dürfen, das ist natürlich immens und da kann man auch sich, glaube ich, nicht satt sehen oder sich irgendwie da dran gewöhnen. Also das möchte man natürlich dann schon irgendwo immer wieder mitmachen. Sich was vorzunehmen, das ist immer recht schwierig. Also klar versucht man seine Leistung irgendwo da abrufen zu können. Wenn man das dann hinkriegt, klar sieht es dann ganz gut aus, ins Finale zu kommen oder besteht halt einfach die Möglichkeit, ins Finale zu kommen. Im Finale muss man dann halt wirklich gucken, wie es dann halt läuft, weil da muss man selbst erstmal irgendwie reinkommen. Die anderen müssen natürlich auch irgendwo ihre Leistung abrufen und da ist es dann halt recht offen. Also Ziel, wenn man bei den Spielen ist, wäre für mich erstmal ein Vorkampf, ein schönes, gutes Ergebnis abzuliefern und dann im Finale halt einfach gucken, wie es dann halt einfach läuft.